Einen wunderschönen guten Tag, schöne Pfingsten und willkommen zurück bei Die Kunst des Mordens, der Marionettenspieler, der NRW über 18 hier. Lange Begrüßung, lange musstet ihr auch jetzt warten und ihr merkt es auch schon, ja, der Start ist ein bisschen holprig und ja, es gibt mal gute Phasen und es gibt auch dann mal wieder sehr lange schlechte Phasen. Im Moment ist wieder so eine schlechte Phase und deswegen, ja, versuche ich mich ein bisschen halt abzulenken jetzt hier mit einem Let's Play. Wie gesagt, eine Person. Naja, ich vermisse sie sehr, sehr, sehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Naja, egal. Eine andere Person, die möchte ich auch erwähnen, und zwar der Andreas Eckert. Er hat mir nämlich vor 3 Tagen geschrieben, die Kommentare, es tut mir leid, muss ich alle noch kommentieren, es sind einfach zu viele. Er hatte mir geschrieben, ist an dem Schlüsselbund nicht auch eine Taschenlampe dran? Und wenn dem jetzt so wäre, dann würde ich nämlich hier weiterkommen, denn anstatt das, was in der Schublade ist, rauszunehmen, ins Licht zu nehmen, um es sich dann anzugucken. Nein, das sind so diese Spiellogiken, die ich einfach nur zum Kotzen finde. Aber nun gut. Schlüssel mit einem Schlüsselring des Moulin Rouge. Und sie sagt es noch nicht mal. Schlüssel mit einem Schlüsselring des Moulin Rouge. Schlüssel mit einem Schlüsselring. Was? Oh nein. Danke, Andreas, danke. Wir brauchen eine andere Lösung. Danke. Brille, Tabletten, Formulare. Nichts Ungewöhnliches. Vielleicht gibt es ein Geheimfach in der Schublade. Ich könnte dieses Brett vielleicht irgendwie anheben. Was war denn das? Diese Zahlen sehen nicht nach einer Telefonnummer aus, sondern eher nach einem Code. 52314. Ein Innensechskantschlüssel. Ich werde darum bitten, ihn in die Standardausrüstung des FBI aufzunehmen. Okay, das war's. Brille, Tabletten, Formulare. Nichts Ungewöhnliches. Sie will sonst nichts hier nehmen. Anscheinend... Nein, das war es jetzt tatsächlich. Schön. Jetzt die Frage... Und im Schreibtisch die... Karl war an der Karte. Ah, warte mal. Hier sind doch die gleichen Farben wie auf dem Stück Papier. Das nennt man Versuch und Irrtum. Und da oben 1960-70. Das sind doch exakt die gleichen Farben. Diese Zahlen sehen nicht nach einem Rot, Blau, Grün, Schwarz und halt die Klappe. Hier, Schwarz, Lila, Rot. Das sind die gleichen Farben. Und ein Innensechskant. Und vor allem, warum kann ich mir die Karte angucken? Es ist eine alte Karte von Eurasien. Jemand hat mit Filzstift Symbole an die Windrose gezeichnet. Ja, Nordwest, Nord... Oh, Moment. Diese Zahlen sehen nicht nach einer Telefonnummer aus. 5 Rot... Sondern eher nach einem Code. Wir werden uns das jetzt mal fotografisch festhalten. So, dann gehen wir hier raus. So, wir haben jetzt... Jetzt brauche ich einen Stift und Papier. So, wir haben 5. 5 ist rot. Und rot ist... Moment. 5, 2, 3, 1, 4. 5 ist rot und damit Südwest. 2 ist blau und Nordwest. 3 ist grün und Südost. 1 ist schwarz und damit Westen. Und 4 ist lila und damit Nordosten. E steht übrigens für East, nicht dass ihr euch jetzt wundert. So, und da oben steht jetzt noch 1960-70. So. Tja. Code und Karte. Wir brauchen eine andere Lösung. Danke. Geht eindeutig nicht. Der Beweisbeutel. Dichtiges Klebeband. Komm ich hier eigentlich noch? Nee, da habe ich jetzt nichts mehr. Okay. Ja, danke. Jetzt bin ich da so weit weitergekommen, aber... raus kann ich auch immer noch nicht. Oder? Kann ich jetzt raus? Nein, kann ich nicht. Nein, ein Wandschrank. In so einem Schrank könnte man mehrere Leichen verstecken. Jetzt mit dem Sechskant. Das nennt man Versuch und Irrtum. Nein. Die Obstschale, das Rad,
Das können wir uns immer noch angucken. Naja, da ist wir es ja... Wir brauchen eine andere naja, Lösung. Naja, das ist ja Quatsch. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Nein, der Schrank auch nicht. Die Bretter auch nicht. Tja. Geht nicht. Geht nicht. Aber was geht da nicht? Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine andere Lösung. Das funktioniert nicht. Diese Objekte passen nicht zusammen. Geht nicht. Es ist doch zum Mäusemelken. Ich bin genauso weit wie vorher. Das Fahrrad kann ich mir auch nicht angucken. Haken? Warum sehe ich den jetzt erst? Oh nein. Ahaha. Und hier fehlt mir ein Platz für einen Haken. Ah, und dafür ist das der... Aha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. 5 fangen wir mit der... Oh, Moment. Muss ich das jetzt einfach von links nach rechts, also 5, 2, 3, 1, 4 nehmen? Oder muss ich dann... Die 1 ist 1. Schwarz und West. Vermute ich mal. 1 ist West, 2 ist Blau, ist Nord... Warte mal. Nordwest. 3 ist Grün, ist Südost. 4 ist Lila, das ist Nordost. Und 5 wäre Rot und damit Südwest. Tja. Toll. Super. Klasse. Das war es also nicht. Gut, dann gehen wir also so, wie die Zahlen auf dem Blatt Papier stehen. Rot, Südwest, Blau, Nordwest, 3 Grün, Südost, 1 Schwarz, West und Lila, Nordost. Oh Leute, nee. Was habe ich denn jetzt hier schon wieder übersehen? Diese Zahlen sehen nicht nach einer Telefonnummer aus, sondern eher nach einem Code. 52314. 52314. So, und das, was ich mir hier aufgeschrieben habe, das stimmt auch. Verdammt nochmal, ich bin doch nicht bescheuert hier. So, jetzt nehmen wir uns das auch nochmal mit. So, jetzt hier raus, da rein zu den Haken, zu den Haken. Oh, jetzt ist hier gerade so ein Flattervieh mir vor die Nase geflogen. So, 5, warte mal. 5 ist rot. Oh, Moment, hatte ich da eben... Südwest oder Nordwest? Was hatte ich da genommen? Oh, Moment, ich mach's es nochmal. So, 2 Blau Nordwest. Doch, das hatte ich da. Oder? War ich eben so bekloppt? Ich bin ja gerade unsicher. Südost, West und 4 Nord. Nein. Tja. Gibt's hier noch was anderes außer zurück? Nein. Das funktioniert nicht. Das war mir klar. Vor allen Dingen, wenn sich hier jetzt was schon getan hat, sagt sie es mir? Okay, wir gehen jetzt nochmal von vorne. Also 1. Oder muss ich von rechts nach... Nee, das ist auch Quatsch. Fangen wir hier links an. Haken mit römischen Ziffern. Damit die Kleidung nicht durcheinander gerät? Mit römischen Ziffern? Das sehe ich ja jetzt erst. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, also 1 ist West.
2 ist Nordwest. Oh Mann, das ärgert mich jetzt schon wieder. 3 Südost. 4 ist Nordost. Und 5 war Südwest. Da. Genau so. 1 West. 2 Nordwest. 3 ist grün, das ist Südost. 4 ist lila und Nordost, das ist da. Und die 5 ist rot und das ist Südwest. Weil orange ist Nord. Oh, schon wieder. Boah, sag mal. Da, das ist doch orange da oben. Das ist rot. Oh, oh, warte mal, warte mal. Rot, das ist das. Das ist die Farbe, definitiv. 2, das ist dieses dunkelblau, das ist Nordwest. 3 ist grün, das ist klar, das ist Süd. Ost, genau. 1, das ist doch schwarz, oder nicht? Das ist doch das Dunkle. Es gibt hier ein helles Lila und das ist ein dunkles Lila. Und 1 ist aber schwarz. So. Und die 4 ist eindeutig das helle Lila. Also das hier. Weil das hier. Nee, das ist zu dunkel dafür. Entweder bin ich zu lange aus dem Let's Play-Geschäft raus oder ich weiß es nicht. Haken mit römischen Ziffern. 1, damit die Kleidung nicht durcheinander gerät. 3, 4, 5. Es ist definitiv 1 bis 5. Oder muss ich die vielleicht in der Reihenfolge, wie sie auf dem Zettel stehen? Also mit 5 angefangen. Das wäre jetzt noch die einzige Alternative, die mir einfällt. Also rot ist Südwest. So, dann kommt 2 blau, das ist Nordwest. Dann kommt 3 grün, Südost. Dann kommt 1 schwarz, West. Und 4 lila, Nordost. Na, also, so rum also. Spiel gespeichert. Warum? Was passiert denn jetzt? Ein Stapel Briefe von Mark Tane. Ja, und mehr? Weiter? Aufmachen? Lesen? Oder auch nicht. Huch! Ein Stapel Briefe von Mark Tane. Eine Kiste. Hier sollen die Briefe drin sein, die Jack auf der Brücke erwähnt hat. Ich hoffe, dass diese Notizen Jack Dupree entlasten. Tja, aber irgendwie guckt sie nicht rein, kann das sein? Oh, das reicht. Ich hoffe, dass diese Notizen Jack Dupree. Kann ich jetzt hier wieder raus? Nein, immer noch nicht. Och, ging was. Ein Stapel Briefe von Mark Tane. Die vielleicht mit dem Schlüssel aufritzen? Nee, kann ich auch gar nicht. Das. Ein Stapel Briefe von Mark Tane. Och, ging das. Das nennt man Versuch und. Achso, warte mal. Wir brauchen eine andere Lösung. Nein. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ja. Was macht sie denn jetzt? Hallo, ich habe hier unten geklickt. 14. Mai 2007. Merkwürdige Geschichte, das mit der Kiste. 16. Mai 2007. Endlich habe ich sie aufbekommen, aber ohne Schlüssel wäre es nicht gegangen. Es waren französische Dokumente drin. Leider sind die meisten stark beschädigt. In einem Seitenfach war ein Metallteil. Keine Ahnung, wozu das gut ist. 19. Mai 2007. Ich habe eine der besser erhaltenen Seiten übersetzen lassen. Darauf steht, dass mein Vorfahr sofort seinen Namen ändern ließ, nachdem er in New Orleans angekommen war. Davor hieß er Gérard-Louis de Bourgenville. Er kam etwa 1793 nach Frankreich. 14. Juni 2007. Ich werde nach meinen Ursprüngen forschen. Heute breche ich nach Frankreich auf.
Ich habe die Reise immer wieder aufgeschoben, aber es kann nur gut sein. 30. Juli 2007. Paris ist um diese Jahreszeit wirklich wunderschön. Besonders, weil ich eine Wohnung im Zentrum gefunden habe. Beim Putzen bin ich auf eine Art Geheimversteck im Oberlicht gestoßen. 2. August 2007. Meine erste Suche in den Archiven ergab nichts. Scheinbar legt mir jemand Steine in den Weg. 4. August 2007. Gestern ist jemand in meine Wohnung eingebrochen. Zum Glück waren die Dokumente gut versteckt. Es fehlt nichts. Ich war bei der Polizei, aber dort hat es niemanden sonderlich interessiert. Ich glaube, da kommt jemand. Was? Ich verstecke mich lieber. Oh nein. Im Schrank. Eindeutig. Mich erschrocken, ey. Und jetzt sitzt sie einfach, als wenn nichts passiert wäre, im Auto und wartet auf Eingabe von mir. Das ist ja wohl jetzt Schwachsinn. Super, wohin denn jetzt? Was war das denn da? Ballettübungsraum. Hauptcomputer und Übungsraum. Was ist das? Polizeistation. Wir brauchen eine andere Lösung. Wieso willst du da nicht hinfahren? Wir brauchen eine andere Lösung. Wir brauchen eine andere Lösung. Nicole, willst du mich verarschen? Ja, warum zeigst du mir das dann hier? Okay. Ich muss dahin natürlich. Das Spiel gibt alles vor. Dann will ich mal wieder in mein Hotelzimmer. Oh, wer ist denn das? Tut mir leid, Ihnen Ihre kostbare Zeit zu stehlen. Ja? Bitte sagen Sie mir, was mit Jack ist. Ich habe gehört, dass er verhaftet wurde. Warum fragen Sie mich und nicht die französische Polizei? Sie als Amerikaner sehen das Ganze wahrscheinlich anders. Das ist irrelevant. Ist Jack ein Freund von Ihnen? Wir haben uns in New Orleans getroffen. Ich war geschäftlich unterwegs wegen einiger Bauverträge. Wir haben gut zusammengearbeitet. War das dieses Jahr? Ja, vor ein paar Monaten. Wollten Sie noch etwas anderes mit mir besprechen? Ich würde gerne wissen, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Ich glaube nicht. Aber geben Sie mir doch Ihre Karte für alle Fälle. Natürlich, hier, bitte. Louis Carnot, Bauunternehmer. Was wird Jack denn vorgeworfen? Hat man bei ihm Beweisstücke gefunden? Die Leiche seiner Geliebten war dort. Klingt ziemlich belastend, oder? Jack sagte mir, dass in seiner Wohnung einige wertvolle Dokumente seien. Hat man die sichergestellt? Fragen Sie bitte die Polizei. Warum interessieren Sie sich dafür? Darüber sprachen wir als letztes. Irgendwie blieben mir diese Dokumente im Gedächtnis. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich habe wenig Zeit. Danke für das Gespräch. Ein sehr komisches Gespräch. Ich traue ihm nicht. Seine Fragen über die Unterlagen waren seltsam. Und diese ganze New Orleans-Sache, kann es ein Zufall sein? Ein wirklich sehr komisches Gespräch mit sehr abgehackten Sätzen irgendwie. Also, irgendwie hat das alles nicht so richtig zusammengepasst. Pierre, hallo. Lebst du noch? Pierre? Ach, Safe, oh, okay. Haben Sie einen Safe hier? Ja, haben wir. Was möchten Sie denn hineinlegen? Diese kleine Kiste. Diese Kiste ist sehr wertvoll und ich würde sie nur ungern in meinem Zimmer lassen. Ja, ich habe schon gesehen, dass das ein wertvolles altes Stück ist. Ein Familienerbstück sozusagen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Eigentlich nicht. Wenn Sie es sich anders überlegen, ich kenne einen Experten auf diesem Gebiet. Danke, aber ich habe keinen Bedarf. Ich wollte es nur sagen. Ich brauche die Kiste vielleicht bald wieder. Kein Problem, jederzeit. Also wenn es so Fenster gibt, wo man uns das wiederholen können, nur. Naja. Gut, dann auf unser Zimmer. Warum liegt denn da was auf dem Boden? Und warum lief der Fernseher schon immer? Komm schon. Ich werde mich... Wie, komm schon? Ich habe jetzt noch nichts... Komm schon. Ich werde mich doch nicht ständig umziehen. Warum nicht?
Okay. Dann war es das wohl hier im Hotel. Unser Treffen mit der unheimlichen Person und die Übergabe der Schatulle. Jetzt müssen wir... Ach, guck mal, das Spiel gibt uns das immer vor. Moulin Rouge. Sehr interessant. Was war das denn? Montmartre, Heimat der Künstler und der verspielten Frauen. Hm. Okay, da hatten wir jetzt dann mal eine Marionette. Eingang. Den Leuten kann ich nicht sprechen. Hintereingang. Na gut. Hier hat Toulouse-Lautrec Zeichnungen von Cancan-tanzenden Frauen gemacht. Hier hat Edith Piaf früher gesungen. Es ist eine legendäre Show. Zu schade, dass sie heute geschlossen ist. Ich wollte schon immer diesen legendären Ort sehen. Ja. Werbeposter für die nächste Show. Leider erst in 2 Wochen. Auf dem Poster tanzt eine spärlich bekleidete Dame Cancan. Das siehst du da draus? Interessant. Abgeschlossen. Ich frage mich, ob der Schlüssel, den ich gefunden habe, hier passt. Nee, warte mal. Ich will erstmal hier mich weiter umgucken. Werbeposter für die nächste Show. Ja. Leider erst in 2 Wochen. Ja. Wenn du mir jetzt hier wieder dasselbe sagst, ne? Werbeposter für die nächste Show. Haha. Und es... Schade. Der Schlüssel passt nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Dann... würde ich sagen, gehen wir mal zum Hintereingang. Nicole? Hallo? Ich drücke! Hallo? Ach, natürlich, wir müssen die Autosequenz erst abwarten. Ach, natürlich. Die Rückseite sieht nicht so prachtvoll aus. Hauptsache, die Windmühle dreht sich noch. Jetzt ist sie aber echt weit um den Block gelaufen hier. Okay, diese Baustelle macht mich schon neugierig. Schubkarre. Ach, das Rad, okay. Ah, natürlich. Ein Rohr. Oh, ein kaputter Eimer mit einem Loch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir... Moment, ich mach's direkt. Das funktioniert nicht. Nein. Das kaputte Rad ist schon fast von der Felge gerutscht. Dieser Eimer hat ein Loch. Früher waren solche Dinger verlötet. Na, wo war denn jetzt das Rohr da? Okay, viele schöne Sachen mitgenommen. So eine Baustelle ist halt sehr einladend. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal zum Eingang. Klappe, natürlich. Und dann machen wir hier Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Die Kunst des Mordens. Macht es gut, bis dann. NRW über 18, adieu.